Hallo und herzlich willkommen bei der Servervorstellung vom Server Wild Natürlich. Es ist ein Rollenspielserver, wo man auch Fraktions-PvP und RFR machen kann. Es gibt richtig viel Rollenspiel, alles mögliche. Da ist der Genex, ein anderer Let's Player. Hier bin ich, das sind einfach die NPCs. Hier dürft ihr zum Beispiel, ja, habt ihr einfach Infos, hier dürft ihr auf das schwarze Brett schreiben, aber es ist geschützt. Das Spawnschutz ist hier. Und hier gibt es einfach noch lustige Sachen. So, also das war jetzt kurz der Spawn. Da oben ist übrigens ein Drachen. Und der Server ist ein Livestream-Server von 16 bis 18 Uhr. Kommt jeden Tag der Livestream von diesem Server. Und ja, wir sind schon recht weit gekommen. Viele Spiele sind schon da. Drei Fraktionen hier. Da drüben China. Hier Briten, also Großbritannien. Und hier die Elben. Dann gibt es in einer anderen Welt auch noch. Zum Beispiel in der Wildwelt gibt es auch noch Fraktionen. Drei. Und es gibt noch eine Welt, die heißt Umwelt, also das ist die natürliche Welt, da dürft ihr schön bauen und ja, für die Natur bauen und hier gegen die Natur, das Gegenteil der natürlichen. Hier habt ihr eine Zukunftswelt, da dürft ihr Zukunftssachen bauen, zwei Farmweltportale. In diesen Farmwelten habt ihr natürlich eine Farmwelt, also dürft ihr alles farmen, nur hier. Eine nette Farm und ein weiterführendes Portal auf dieser Seite schon mal. Das hat jetzt auf 20.000 X und Z. Oder war es Y und Z ist 100 oder 62. Ja, auf jeden Fall, der Server ist schon gut besucht und man kommt nur rauf, wenn man entweder eine E-Mail oder im Livestream danach fragt. Dann müsst ihr den Namen sagen und sagen, dass ihr wirklich überhaupt nicht böse spielt oder grieft, unfair spielt und so weiter. Ihr dürft euch in Fraktionen dann beitreten. Ihr dürft am Anfang, wenn ihr auf den Server kommt, habt ihr noch keine Abbaumöglichkeiten. Das habt ihr erst, wenn ich euch befördere. Das darf nur ich oder einer der Admins. Müsst ihr einfach fragen, dann werdet ihr ein nächster Rang, ich weiß jetzt gar nicht welcher Rang, aber auch ein Lebensmittel, beziehungsweise einfach hungriger als Gast. Ja, dann werdet ihr zum Bürger und wenn euch ihr gut tut, kommt ihr zum Moderator, zum YouTuber oder zum Admin, werdet ihr befördert. Und ja, Besitzer gibt es nur ich. Kein anderer darf Besitzer sein, weil ich bin der Einzige, der den Server-Host bezahlt. Ich bin der Einzige, der momentan auch gebraucht wird. Also Besitzer wird niemand, aber Admins kann jeder werden. Die Admins haben sehr viel ja, Freiheiten, also fast so viel wie OP. Ja, die Server-Plugins kann ich auch mal zeigen. Vor allem MCMMO ist natürlich der Hit. World Edit, Craft Heads, Mine Pack, Permission X, Host TP with me, MCMMO, Better Chairs, Vault, World Guard, Massive Core, Multiverse Core, Massive Tickets, Citizen, Essentials, Essentials Protect, Essentials Chat, Essential is Anti-Build, Chat X, Multiverse Portals, Essentials Bounce und Factions. Factions ist einfach das wichtigste Plugin. Und Host TP with me ist, dass man die Host durch Portale mitnehmen kann. Better Chairs ist natürlich zum Rechtsklick auf Treppen. Dann sitzt man. So. Dann sitzt man. Und ja, dann gibt es Craft Heads. Das können Admins, glaube ich, machen. Da kann man die Köpfe und so Sachen. Zum Beispiel Apfel. Nein, nicht Apfel. So, jetzt bekomme ich einen Apfelkopf. Sieht ja nicht aus wie ein Apfelkopf, aber ich habe jetzt einfach mal Apfel eingegeben. Ja, also der Wildserver, wie gesagt, ist
wild, also richtiges PvP und RVR, Rollenspiel und so weiter. Aber ihr seid nicht gezwungen, RVR oder PvP oder Rollenspiel zu machen, weil, ja, entweder will es jemand nicht oder es will gerade momentan niemand PvP und RVR machen und so, oder Rollenspiel. Deshalb ist es frei, aber es ist hauptsächlich so. Hier haben wir das Haus vom zweiten Admin, dem Seslik95. Hier habe ich sogar einen Troll gemacht damals. Das kann ich schön die Servervorstellungen zeigen. Da ist meine Dönerbude. Da haben wir ein paar Yachten. Eine ist noch im Bau, die ist größer. Und eben das ist mein Haus mit dem Weihnachtsbaum oben drüber dann. Oder Osterbaum. Oder Halloweenbaum. Was gerade ist, aber es wird, glaube ich, immer so Dekorationen dann geben. Da oben ist sogar eine Burg, ein Burgraumschiff. Und jetzt zeige ich euch die anderen Welten noch, vor allem die Zukunftswelt. Ja, da haben wir einen Todessternenkleiner. Hier kommt ein Weltraumturm hin, Lift. Hier hinten haben wir den Mars. Das Mesa-Biom ist der Mars, das ist Tatooine und das ist irgendwie, keine Ahnung, was das für ein Planeten ist, aber wir machen immer so, dass es verschiedene Planeten gibt und da darf man dann Fraktionen nachmachen und so weiter. Und Fraktionen, die nur hier sind, am besten noch. Weil Zukunft ist ja anders. Aber okay, China ist auch Zukunft. Da haben wir die Umweltwelt, also das ist eine natürliche Welt, das ist die Worldwelt. Und das ist die unnatürliche Welt und die, also sie heißt Umwelt, da ist Umwelt verschmutzen, hier ist Umwelt retten und bitte nicht wieder so komische Häuser für Atomkraftwerke oder ja, alles mögliche. Nuklearsachen hier machen, Sonden ab jetzt hier drin, also bitte dann abbauen und hier drin machen. Da ist nämlich ein Megatiger-Biom. Und das ist einfach mal genial, ist also das Heftigste. Da dürft ihr alles zerstören, Umwelt. Umwelt verschmutzen. Ja. Und die Wildwelt möchte ich euch auch natürlich kurz noch zeigen. Mehr Welten kommen. So, hier sind die Indianer und Cowboys. Da dürft ihr die selber gründen, wer will. Und auf dieser Seite ist noch nichts, aber auf dieser Seite sind die Wikinger. Da hat der Wolfbaby, also Unterstrich, Wolfbaby Unterstrich. Hier habe ich gebaut. Hier habe ich auch noch eine Wassermühle angefangen. Hier drüben haben wir das Lebibammer, der Anführer der Wikingers Haus, Villa. Und hier hinten, ich muss noch ein bisschen reisen, haben wir dann den Fluss, der Hafen. Am Meer. So, wir haben leider nichts sonst an Meer. Hier hat schon jemand einen Dock angefangen zu bauen. Und hier drüben haben wir noch ein Haus von Kevin oder Mila. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es ist. Eigentlich hier. Muss ein bisschen suchen. Ein wenig suchen. Hier haben wir schon mal ein. Ah nein, das ist jetzt im Spawn, okay. Nein, das ist hier drüben irgendwo. Sind wir schon wieder am Wikinger Spawn. Da muss es sein. Hier irgendwo auf dem Berg. Leider ist es halt schnell gerade ein bisschen, dass die Dinge nicht mitkommen. Die Junk Loadings. Aber ich habe ja auch die Fine und Fast FPS Plus, genau heißt es. Ja, ich weiß jetzt wirklich genau, wo es war, aber irgendwo. Also eben Sachen, die ich nicht weiß, müssen dann nochmal gesagt werden. Jo, und ich tue jetzt natürlich nicht jedes Spiel, es ist ja ein Haus zeigen, es kommen mehrere Parts. Sicher in ungefähr 3-4 Monaten wieder ein Part. Und bis dann müsst ihr halt mehr sagen, wo alles ist. Aber auf jeden Fall möchte ich nicht alles zeigen, das Video sollte nicht allzu lange gehen. Gut, 10 Minuten reichen. Also wie gesagt, mit einer E-Mail an dracobasel@gmail.com, also Draco mit C.
im Livestream von 16 bis 18 Uhr jeden Tag oder fast jeden Tag könnt ihr da auf den Server kommen und eben auch eine Fraktion beitreten oder gründen. Ja, RVR machen, PvP machen, Rollenspiel machen. Es ist ein besonderer Rollenspiel-Server, also alle tun wirklich super Rollenspiel machen, übrigens sehr wichtig. Und ja, wenn ihr auf den Server kommt, habt ihr noch, seid ihr noch Gast. Da dürft ihr noch nichts machen, aber ihr werdet befördert, sobald ja, ihr eigentlich gekommen seid. Und ich weiß, wer ihr seid zum Beispiel. Jo, und ich wünsche euch wirklich viel Spaß, wenn ihr auf den Server kommt. Auch sehr viel Spaß mit anderen Videos von mir. Ich mache sehr viele Videos. Bin auch auf Twitch um Livestreamen, auf YouTube aber Livestreamen. Und eben Server-Owner von diesem Server. Und so wie es aussieht, wird er immer wie beliebter. Wunderbar, unglaublich. Einfach nur genial seid ihr, also die schon auf dem Server sind. Und die Abonnenten von mir und die Subscriber. Die Leute, die mich folgen auf Twitch. Unglaublich, also vielen, vielen, vielen Dank. Der Server wird natürlich noch um einiges besser. Aber wir haben eben diese Fraktion, Factions Plugin. Und da werden wir gigantisch viele machen. Also momentan haben wir die Briten, die Elben, die Chinesen, oder die Chinesen, wie ihr Deutsche sagt. Die Indianer, noch nicht weit, also haben wir noch nichts gebaut. Die Cowboys und die Wikinger. Das waren dann alle, glaube ich. Und auf jeden Fall macht Seslik 95 noch eine Fraktion, der ist auch Admin. Und ja, es gibt immer mehr, also wenn ihr Lust habt, dann dürft ihr natürlich auch eine eigene Fraktion gründen, zum Beispiel in der Zukunftswelt oder in der Umwelt. Wie soll ich ein ganz böses Land bauen, also eine ganz böse Fraktion, die die Umwelt verschmutzt und alles mögliche in der Umweltwelt oder ja, in der Zukunft oder in der wilden Welt. Also unglaublich, was da möglich ist auf unserem Server. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen überzeugt. Ja, und ich bin baff. Einfach weil ich immer noch sehr geflasht bin, dass der Server so gut geht und ich so ein gutes Drachenskelett machen konnte. Der ist mir sehr gut gefallen, ist zwar ein bisschen detailliert geworden, aber ihr seht es, dass es ein Drachen ist. Das ist die Hauptsache von hinten auch, von der Seite auch und von vorne auch. Also gigantisch genial, ich bin richtig stolz. Habe ich gestern und heute gebaut übrigens. Noch niegelnagelneu. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Jetzt gehe ich erstmal Sport machen und dann fange ich wieder ein bisschen weiter an zu livestreamen. Heute habe ich schon 2 Stunden gelivestreamt, plus noch eine halbe Stunde DayZ, aber da waren die Server dann down. Na gut. Jo, mehr Plugins kommen auch. Economy kommt sicher mal noch. Und noch ein paar. Also, viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.